Mein Name ist Andreas Kutschera, wie es eben schon gesagt wurde. Ich habe in Gießen Geschichte und Physik studiert und anschließend in mittelalterlicher Geschichte promoviert, aber die Computer haben mich nicht losgelassen. Danach war ich in einem DFG-Projekt zur Digitalisierung der Regester Imperii beschäftigt. Die Regester Imperii, das muss ich jetzt also auch auf die Gefahr hin, dass Sie es schon kennen, die Regester Imperii sind ein Grundlagenforschungsvorhaben, in dem deutschsprachige Inhaltsangaben von Kaiser, König und Papsturkunden des Mittelalters erstellt werden. Anschließend war ich 5 Jahre in der Projektverwaltung der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz tätig und wechselte 2012 wieder in das Projekt Regester Imperii an der Arbeitsstelle an der Universität Gießen. Seitdem liegt dort mein Fokus auf der Weiterentwicklung digitaler Methodiken und Nutzungsformen in den Geschichtswissenschaften. Dabei bin ich vor 5 Jahren auf Graphdatenbanken gestoßen, die mich seither nicht mehr loslassen. Graphen kann man sich als lebendige Mindmaps vorstellen, in denen Zusammenhänge bildhaft mit Knoten und Kanten strukturiert und gespeichert werden können. Solche Graphen sind sehr gut für die Modellierung und Analyse hochvernetzter Daten geeignet und geisteswissenschaftliche Forschungsdaten sind in der Regel hochvernetzt. In meinem Vortrag werde ich Ihnen vorstellen, wie Graphen funktionieren, welche neuen Möglichkeiten sie bieten und wie sie damit das geisteswissenschaftliche Arbeiten im zunehmend digitalen Zeitalter optimal ergänzen können. Zunächst werde ich kurz auf meine Herkunft und Heimat eingehen, nämlich die Abteilung Digitale Akademie an der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz. Dann kommt eine kurze Erläuterung, was ein Graph überhaupt ist. Dann gibt es dazu einige Definitionen. Im dritten Teil stelle ich Ihnen verschiedene Graphmodelle vor, die ich schon erstellt habe. Dann gibt es einige methodische Überlegungen und zum Schluss ein kurzes Fazit. Zunächst zur Digitalen Akademie. Das Aufgabenspektrum der Digitalen Akademie umfasst die Konzeption, Gestaltung und Realisierung geisteswissenschaftlicher Applikationen und virtueller Forschungsumgebungen, die Beratung der Akademie zu allen Aspekten von Digitalisierungsvorhaben sowie die Projektbegleitung bei der Umsetzung digitaler Komponenten zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Gleichzeitig nimmt die Forschung an Kernfragen der digitalen Geisteswissenschaften sowie die Lehre und Ausbildung des wissenschaftlichen DH-Nachwuchses einen hohen Stellenwert ein. Wir sind also an der Schnittstelle zwischen DH-Forschung und DH-Anwendungsorientierung. Das ist in gewisser Weise ein Spagat. Die digitalen Geisteswissenschaften neigen so ein bisschen dazu, sich selbst als eigenes Fach zu empfinden und forschen in Richtungen, die teilweise etwas disparat sind. Bei uns ist der Fokus ganz klar in der Anwendung. Wir wollen den fachwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen helfen. Dabei versuchen wir durch die Einbeziehung von Methoden aus der freien Wirtschaft und der Softwareindustrie Doppelentwicklungen zu vermeiden. Wir verwenden zum Beispiel das Content-Management-System Typo 3, das auch von der Lufthansa verwendet wird und so weiter. Und durch diese Einbindung von freier Software versuchen wir, die Entwicklungskosten möglichst gering zu halten. Wir sind ein Team aus Geisteswissenschaftlern, Informatikern und Mitarbeitern mit dualer Qualifikation, also mit Leuten, die sowohl Studium in Geisteswissenschaften und in der Informatik haben. Wichtig ist für uns die Standardisierung. Die Regester Imperii zum Beispiel sind ein Projekt des Akademienprogramms. Das Akademienprogramm wird gesteuert von den 8 deutschen Wissenschaftsakademien. Es hat ein Volumen insgesamt von, glaube ich, 60 Millionen Euro im Jahr. Und die Projekte gehen mindestens 12 Jahre, maximal 25 Jahre. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kriegen jetzt so einen Projektantrag auf den Tisch, der 25 Jahre läuft und der ist bewilligt und Sie müssen sich jetzt überlegen, Sie sollen eine Softwarestruktur bauen, die in 25 Jahren auch noch funktioniert. Vielleicht können wir mal einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, wie unsere digitale Ausstattung vor 25 Jahren aussah. Also ich denke da so an Word für DOS 6.0 oder so, ja. Also in solchen Zeiträumen muss man denken. Und daher ist für uns die Standardisierung ganz wichtig. Wir müssen Best Practices entwickeln, dass nicht alles doppelt entwickelt wird. Und vor allem, wir müssen versuchen, die Software so nachhaltig wie möglich zu entwickeln. Momentan sind wir so um die 30 Teammitglieder, wissenschaftliche Mitarbeiter, Trainees, studentische Hilfskräfte und so weiter. Die Akademie in Mainz ist auch Gründungsmitglied des Mainzer Zentrums
für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften, Mindset. Daher sind wir auch aktiv in die DH-Lehre innerhalb des Masterstudiengangs Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften eingebunden. Hier habe ich Ihnen jetzt aus dem Akademienprogramm oder aus den vielfältigen Projekten der Mainzer Akademie 6 Beispiele mitgebracht. Wir können mal durchgehen. Also hier links oben als Beispiel eine Urkunde Karls des Großen. Und hier ist verlinkt das zugehörige Regest. Also in unserem Projekt wird die ganze Sache transkribiert, wird deutschsprachig zusammengefasst. Und Ziel ist es bei den Register Imperii, das Regest so umfangreich, aber gleichzeitig so strukturiert zu halten, dass, wenn man das Regest gelesen hat, man die Urkunde gar nicht mehr nehmen braucht. So ist der Anspruch. Glücklicherweise wird es momentan aber immer häufiger so gemacht, dass wir hier rechts auch einen Link auf Archivmaterial bekommen. Das heißt, Sie haben heute dann die Möglichkeit, zum einen das Regest zu lesen und sich auch das Digitalisat anzuschauen. Das wird zunehmend erweitert. Das zweite Projekt hier, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Projekt CVMA. In diesem Projekt wird mittelalterliche Glasmalerei ediert. Es wird festgestellt, wo sind die Fenster, in welcher Kirche, wo waren sie vorher, was stellen sie da, welches Material wurde verwendet. Das dritte Projekt, die deutschen Inschriften. Bei den deutschen Inschriften geht es um die Edition von Inschriften. Wie ist das Material der Inschriften, worauf wurden sie geritzt, wie ist der Inhalt der Inschriften, wo sind sie untergebracht, wenn sie in Kirchen kommen, sehen sie oft diese Grabsteine. Die wechseln natürlich auch den Ort. Gibt es da Hinweise dazu, wer hat wann neben wem gestanden und so weiter. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr in die frühe Neuzeit. Hier das Projekt Controversia et Confessio. In diesem Projekt werden religiöse Streitschriften aus der frühen Neuzeit ediert. Die Mainzer Akademie ist aber auch Trägerin von musikwissenschaftlichen Editionen. Hier als Beispiel ein Autograph aus Glucks Oper Alceste. Und schließlich das letzte Projekt ist der digitale Familiennamenatlas Deutschlands, in dem der Entwicklung und der Verteilung von Familiennamen nachgegangen wird. So, und ich habe ja eben mit Vernetzung angefangen. Stellen wir uns vor, wir finden in einer Urkunde in den Register Imperii eine Person, die wiederum in einem Glasfenster in einer mittelalterlichen Kirche abgebildet ist. Gleichzeitig oder vielleicht auch später wird sie in einer Inschrift erwähnt. Dann hat diese Person auch eine wichtige Rolle für theoretische Entwicklungen in der Theologie gespielt und spielt eine Rolle in den Streitschriften in der frühen Neuzeit. Gluck findet ihn so gut, dass er sie in seine Opern aufnimmt und sein Nachname ist noch Grundlage für einen Familiennamen, den wir heute verwenden. Sie sehen, es ist alles vernetzt. Und dieser Vernetzung näher zu kommen, das versuchen wir mit Graphdatenbanken und Graphentechnologien. So, jetzt kommen wir zu einem kleinen Beispielgraphen. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gezeigt haben. Also das ist jetzt ein Beispielgraph, an dem ich kurz die grundlegenden Gedanken hinter einer Graphdatenbank erklären möchte. In relationalen Datenbanken legen Sie die Daten in Tabellen ab und diese Tabellen werden über Schlüssel verknüpft. In einer Graphdatenbank legen Sie die Daten in Knoten und Kanten ab. Knoten, das sind die Kreise und Kanten sind die Pfeile. Hier oben haben wir einen Knoten A, der ist vom Typ Person. Und dieser Knoten vom Typ Person hat noch eine Eigenschaft Name und der Wert der Eigenschaft Name ist Karl der Große. Hier links unten haben wir auch einen Knoten vom Typ Person, der hat auch die Eigenschaft Name, aber hier ist der Wert der Eigenschaft Name Einhard. Rechts unten haben wir einen Knoten vom Typ Buch und dieser Buchknoten hat die Eigenschaft Titel und der Wert der Eigenschaft Titel ist Vita Caroli Magni. Die Kanten sagen uns jetzt nun, dass die Person A die Person B kennt, die Person B etwa 828 bis 830 das Buch C schrieb
und dass die Person A im Buch C vorkommt. Und das Schöne an Graph-Datenbanken ist, dass diese ganzen Daten auch genauso abgespeichert werden. Wie das technisch genau funktioniert, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann das so eingeben in die Graph-Datenbank und kann das auch so abfragen. Jetzt kommen wir zu zwei Definitionen. Definition 1, eine Graph-Datenbank oder graphenorientierte Datenbank ist eine Datenbank, die Graphen benutzt, um stark vernetzte Informationen darzustellen und abzuspeichern. Ein solcher Graph besteht aus Knoten und Kanten, den Verbindungen zwischen den Knoten. Die zwei bekanntesten Konzepte für Graph-Datenbanken sind das Resource Description Framework, RDF, und der Labeled Property Graph, LPG. RDF ist bekannt aus dem Bereich Linked Open Data. Da gibt es immer diese Triple, Subjekt, Prädikat, Objekt. Der Labeled Property Graph ist sowas hier. Labeled heißt, diese Knoten können einen Typ haben oder mehrere. Und sie können Properties, also Eigenschaften haben, und zwar beliebig viele. Das ist also ein mächtigeres Konzept im Vergleich zu RDF. Deswegen verwenden wir das auch in unseren Forschungen. Definition 2. Die Entwicklung von Graph-Datenbanken rührt von dem Bedürfnis her, reale Sachverhalte in Datenbanken zu speichern, ohne künstliche Konstrukte zu erzeugen, zum Beispiel Primär-Fremdschlüssel, Relationstabellen, oder die Information aufzuteilen, zum Beispiel in die dritte Normalform. Ich weiß nicht, wer kennt die dritte Normalform? Wenn Sie relationale Datenbanken machen und die richtig machen, dann überführen Sie das in die dritte Normalform. Da wird alles so weit zerlegt, bis Sie sich weiter zerlegen können. Dann finden Sie aber auch nichts mehr. Und es ist extrem unflexibel. Mit Graph-Datenbanken sollen Objekte und deren Beziehungen untereinander in natürlicher Art und Weise zusammengehörig gespeichert werden. Dabei entsteht eine Vernetzung der Daten, die unserem Denken ähnlich ist, indem Objekte, zum Beispiel Personen oder Mitarbeiter, in Beziehung zu uns anderen bekannten Objekten, zum Beispiel Familie oder Firma, gesetzt werden. Diese Definition finde ich sehr schön, weil das ist genau das, was ich immer wieder erfahre, wenn ich mit Graph-Datenbanken arbeite. Die Graphen sind so eine Verbindungsstruktur zwischen Informatiker und Geisteswissenschaftler. Wenn ich heutzutage DFG-Anträge mitformuliere, dann gehe ich immer zu meinen fachwissenschaftlichen Kollegen und sage, jetzt machen wir erstmal einen Graph und dann sehen wir weiter. Und dann malen wir da so Kreise und Pfeile und dann irgendwann sagen wir, okay, das machen wir nochmal neu. Und dann machen wir das 5, 6 Mal neu, aber irgendwann haben wir dann ein Modell, wie es laufen kann. Und in dem Modell können wir uns auf einer Ebene unterhalten. Und wenn der Fachwissenschaftler dann sagt, da muss noch ein Knotentyp rein, ja, dann muss da noch ein Knotentyp rein. Und dann machen wir das halt. Gut, jetzt kommen wir zu den Beispielprojekten. Das erste Beispielprojekt, das ich Ihnen vorstellen möchte, stammt aus dem Augustinus-Lexikon. Das ist ein Akademievorhaben der Mainzer Akademie in Würzburg. Und neben dem Augustinus-Lexikon haben die Kolleginnen und Kollegen dort Briefe ediert oder erschlossen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir versuchen mal diese erschlossenen Briefe in der Graph-Datenbank reinzutun und schauen mal, was wir da so finden. Und ich habe die Graph-Datenbank mitgebracht. So. Die ist immer online, also wenn Sie sich die Folien runterladen oder wenn Sie sich die Folien angucken, können Sie das auch selbst probieren. Wenn Sie ein Passwort brauchen für die Datenbank, dann fragen Sie kurz bei mir, dann kann ich Ihnen das schicken. Gut, das ist jetzt also die Graph-Datenbank Neo4j, das Datenbank-Interface. Wenn man hier links oben auf diese Konservendose draufklickt, dann sieht man, was in der Graph-Datenbank drin ist. Und zwar hier oben die Knoten. Und hier die Relations, also die Verbindungen. Wir haben jetzt also hier Datumsknoten, Editionsknoten, Keywords, Letter, also die Briefe und Personen. Ja, jetzt schauen wir mal, was für Keywords wir haben. Wenn man hier draufklickt, kriegt man dann hier so einen Überblick. Und dann kann man dann auf so einen Knoten draufklicken. Und dann kriegt man alle Briefe, in denen dieses Keyword vorkommt. So funktioniert das. Jetzt kann ich mich hier weiter durchklicken und so weiter. Ich kann aber auch direkt ein Cipher Query verwenden. Hier habe ich einen kleinen Cipher Query vorbereitet. Ach so, wir können noch kurz mal hier einen Blick auf das Datenmodell werfen. Also, nageln Sie mich nicht wegen der Farben fest. Je nachdem, mit welchem Browser Sie das aufmachen, haben die Knoten andere Farben. Und ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, alles auf die gleiche Farbe zu kriegen. Also in dem Fall hier sind das hier die Briefe. Also wir haben hier die Briefe 132 bis 135. Hier haben wir eine Person, nämlich Augustinus. Und hier haben wir Makedonius.
Und diesen ersten Brief hier hat Augustinus empfangen und Makedonius geschrieben. Das sieht man hier, das ist die Senderkante, die zeigt auf Makedonius, und die Empfängerkante, Receiver, zeigt auf Augustinus. Dieser Brief ist 413, 414 geschrieben worden und ist im Band 44 irgendeiner Edition. Was die Nummer 44 weiß, das wissen die Kollegen in Würzburg. Mir reicht die 44, ediert worden. Und in dem Brief geht es um Recht. Brief 133 ist wiederum von Augustinus geschrieben worden und von Makedonius empfangen worden. Und in dem geht es um Recht, ja auch nur um Recht. Und hier bei 134 haben wir dann Kommunikation und Recht. Und 135 ist ein ganz anderer Themenbereich, nämlich Philosophie, Donatisten und Politik. Also so sieht das Modell in der Graf-Datenbank aus. So, jetzt wollte ich hier diesen Beispielbefehl rüberkopieren. Das können Sie dann zu Hause auch selbst probieren und den Befehl auch umbauen, je nachdem. So, ich führe den erstmal aus und dann schauen wir mal, was da gemacht wurde. Also ich habe jetzt versucht, mit welcher Person tauscht Augustinus die meisten Briefe aus und worum geht es in den Briefen? Wir haben also an erster Stelle Nebridius, und im Kontakt mit Nebridius haben die Briefe vor allem die Keywords Credo, Philosophie, Freundschaft. Mit Hieronymus tauschen sich aus über Kommunikation, Pelagiane, Philosophie, Credo und Bibel. Also man kann das sehr schön abfragen, und ein Kollege von mir hat mal gesagt, wenn eine Visualisierung am Ende einer wissenschaftlichen Arbeit steht, ist irgendwas schiefgegangen. Und das ist auch so. Was uns, also das ist alles ganz nett mit den Bildern und wie das alles zusammenhängt, aber was ich eigentlich wissen will, sind solche Sachen. Mit wem kommuniziert wer am meisten und worum geht's? Also wir wollen eigentlich in die Texte rein, wir wollen an die Inhalte ran, und da nutzen wir herumfliegende Knoten nichts, die sind nur Mittel zum Weg. Aber ein sehr mächtiges Mittel. Gut. So, jetzt kommen wir zum nächsten Beispielprojekt. Nomen et Gens. Im Projekt Nomen et Gens geht es um Personen von 400 bis 800 nach Christus. Es werden unter anderem Namensbelege und weitere Informationen zu den Personen gesammelt. Das Projekt ist ein abgeschlossenes DFG-Projekt. Ich glaube, 2008 oder so ist es abgeschlossen worden, wird aber von den Kolleginnen und Kollegen noch weiter betrieben. Und es gibt auch noch die Datenbank im Netz. Die Datenbank wird immer noch erweitert. Und die Kolleginnen und Kollegen von Nomen et Gens hatten mich mal zu ihrer Jahrestagung eingeladen. Dann habe ich ein bisschen was über Grafen erzählt. Und dann kamen wir so ins Gespräch und haben gesagt, okay, wollen wir nicht mal Nomen et Gens in den Grafen reintun? Gerade bei Verwandtschaft und so, wäre doch interessant. Gut, ja, habe ich gesagt, können wir gerne probieren. Und dann habe ich mir mal die Datenbank angeguckt und habe gesagt, okay, probierst du mal aus. Und habe dann gesagt, okay, jetzt suche ich mal Karl der Große. Karl der Große müsste ja drin sein. Wie komme ich hier runter? Ach so, aha, gut. Jetzt muss man hier anscheinend weiter zu Schritt 2. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Mal gucken. Muss ich auch irgendwas auswählen? Ah, Standardname. Oh, nehmen wir nochmal Namenslemma. Okay. So, dann gehen wir weiter zu Schritt 3. Muss ich noch was auswählen? Was ist das jetzt wieder? Ja, machen wir mal suchen. Keine Treffer. Ich habe dann die Kollegen in Tübingen angerufen und habe gesagt, ja, ich habe jetzt Karl der Große gesucht und ich finde nichts. Haben gesagt, ja, das ist nicht so einfach. Wir geben Ihnen mal die ID. Die ID von Karl dem Großen ist 7404. So. Weiter zu Schritt 2. Jetzt müssen wir hier wieder auswählen, was wir wissen wollen. Standardname, Namenslemma. Ich will das jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was das ist, weil ich bin ja auch kein Experte für das Projekt, aber gut, jetzt gucken wir mal weiter. Weiter zu Schritt 3. Na? Und dann suchen. Oh, 8272 Personen. Wie helfen wir uns jetzt weiter? Volltextsuche. Karl, der, da ist er. So, okay, jetzt habe ich also Karl den Großen gefunden.
Und so sieht ein der Datensatz von Karl dem Großen aus. Und was uns jetzt interessiert, ist die Verwandtschaft. Ich will jetzt wissen, wie heißt der Urgroßvater von Karl dem Großen? Jetzt nichts vorsagen, wir probieren das jetzt mal. Also klicke ich jetzt, hier habe ich den Vater, dann klicke ich jetzt hier mal auf den Vater drauf. Jetzt geht's auf. Haben wir jetzt hier den Vater, okay, dann gehen wir hier wieder auf den Vater, dann hätten wir den Großvater, Karl Martell. Und jetzt wird es spannend, wie heißt er? Pippin der Zweite. So. Okay. Jetzt, wenn ich jetzt hier größere Verwandtschaftszusammenstellung mir machen muss, muss ich mich überall durchklicken. Also das ist wirklich aufwendig. Gut, dann haben wir gesagt, okay, dann packen wir es mal in die Grafdatenbank rein und wir tun erstmal nur die Verwandtschaft dazu. Die ersten Versuche sahen dann so aus. Sie sehen jetzt hier also Personenknoten und dann ganz viele Verwandtschaftstypen. Also Sohn, Vater, Bruder, Onkel, Neffe und so weiter. Jetzt Preisfrage ans Publikum. Welche beiden Verwandtschaftstypen brauche ich mindestens, um alle anderen damit darstellen zu können? Genau. Alles andere können wir damit darstellen. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber die zwei Kantentypen brauche ich mindestens. So, jetzt muss ich hier wieder zurück. So. Hier habe ich nämlich auch eine Graph-Datenbank mitgebracht. Und jetzt suchen wir uns Karl den Großen. Der hat nämlich zufällig in der Graph-Datenbank genau die gleiche ID wie bei Nomen@Gens. Die Graph-Datenbank Neo4j fragt man ab mit der Abfragesprache Cypher. Cypher versucht mit ASCII-Arts, also mit normalen Buchstabenzeichen, Graphmodelle nachzubilden. Diese zwei runden Klammern hier zum Beispiel sollen einen Knoten darstellen, einen Knoten vom Typ Person. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich eine Eigenschaft dazu angeben will, dann kann ich das mit geschweiften Klammern machen, nämlich die NID, Nomen@Gens-ID, soll sein 7404. Das ist also jetzt mein Suchbefehl und jetzt mit Shift-Enter kriege ich noch eine Zeile und dann sage ich Return Stern. Zeige mir alles, was du gefunden hast. Und da ist Karl der Große. Okay. So, jetzt klicke ich hier drauf. Ich wollte den Urgroßvater von Karl den Großen wissen. Machen wir hier einen Doppelklick drauf. Okay. So, um jetzt das ein bisschen besser sehen zu können, färben wir das mal ein bisschen ein. Also Kinder sind ja immer eine Freude, deswegen machen wir die grün, die Kanten zum Kind. Na, so. Und Ehepartner, das hat mit Liebe zu tun, da ist Rot immer eine gute Wahl. Das ist jetzt hier, welches Rot wollen Sie denn? Ach, naja, das ist eher so orange. Naja, gut. Also hier sind wir jetzt bei seinem Vater, da machen wir jetzt wieder einen Doppelklick drauf, dann müssen wir wieder nach Kindkanten suchen, Karl Martell, und dann machen wir hier wieder einen Klick und irgendwann sind wir dann bei Pippin dem Zweiten, hier. Jetzt habe ich mich da durchgeklickt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht viel besser als auf der Website von Nomen@Gens. Wir können das aber auch gleich konkret in den Query reinschreiben. Also, wir sagen jetzt, dieser Knoten N hier ist Karl der Große und jetzt mache ich hier einen Pfeil, wieder mit einem Personenknoten. Und diese Verbindung soll aber sein vom Typ, das wird dann mit eckigen Klammern gemacht, Kind. So, jetzt habe ich also hier, ach, nehmen wir lieber mal E für Eltern. Ups, ach, das war schon Enter. Dann sind wir hier zurück, E. So, jetzt habe ich also abgefragt, Karl den Großen, Kindkante, und dann, was da rauskommt. Das sind die beiden E-Knoten hier. Gut, jetzt machen wir den Query weiter. Wir wollen ja den Urgroßvater wissen. Jetzt machen wir wieder eine Kindkante. Doppelpunkt Kind. Neo4j hilft einem da immer ein bisschen, indem es einem angibt, was es alles für Typen gibt. Jetzt hatten wir Eltern, dann wäre das dann Großeltern. GE nennen wir das mal. Die Buchstaben vor dem Doppelpunkt kann ich frei wählen, das sind einfach nur Variablen. Dahinter, das ist wichtig, das muss immer gleich sein, das ist nämlich der Typ des Knotens. Und jetzt
machen wir gleich den nächsten Schritt noch, nämlich zu den Urgroßeltern. Alt-GR, Kindkante und das sind dann Urgroßeltern. Vom Typ Person. Zack. So, und jetzt können wir uns das mal anschauen. Also wir haben Karl den Großen hier. Müssen wir das mal auf richtig hinstellen. So, das ist dann die Elterngeneration. Und dann geht's los. Aha, also bekannt in dieser Datenbank ist sowohl ein Urgroßvater, nämlich Pipin der Zweite, und zwei Urgroßmütter, nämlich Bertrada, mütterlicherseits, und Chalpaida, väterlicherseits. Und ich bin natürlich jetzt in die gleiche Falle getappt wie alle analogen Medievisten. Wir folgen immer der Männerlinie und vergessen die Frauen. Das Interessante bei der Grafdatenbank ist, dass Sie hier auch die Frauen komplett abbilden können. Und da wird es dann spannend. Das könnte wirklich interessant werden. Gut. So. Machen wir das wieder zu. So. Nächstes Beispiel. Die Regester Imperii. Hier ist leider ein bisschen abgeschnitten, aber da steht nur vernetztes Wissen. Die Regester Imperii habe ich ja vorhin schon vorgestellt. Sie wurden von 2001 bis 2005 digitalisiert. In dem Projekt war ich selbst angestellt. Inzwischen haben wir 180.000 Regesten online. Das sind nicht nur Regesten der Regester Imperii, sondern wir haben auch Grafenregesten, Bischofsregesten auch noch digitalisiert und dazugenommen, weil wir nicht nur die Herrscherebene abbilden wollen, sondern auch die Ebene drunter. Da wird es dann richtig spannend. Irgendwann bin ich auch mal dazu übergegangen, die Regester Imperii in eine Grafdatenbank einzuspielen. Und dafür habe ich mal zwei Bildchen mitgebracht, wie das aussieht. Das eine Bild ist das hier. Wichtig ist für das Verständnis, dass in dem Registenknoten hier alle Informationen drin sind, die Sie im Online-Regest haben, abgespeichert. Das sieht man hier unten. Kann man das hier irgendwie? Ja, so. Also hier unten sind die ganzen Properties von Labeled Property Graph, diese Regestenknoten. Wir haben sowohl den Regestentext als auch die Überlieferung drin. Alles drin. Sie können das alles abfragen. Was wir aber auch noch in dem Knoten drin haben, sind Datumsangaben, der Identifier. Das ist der eindeutige Identifier für die Verlinkung im Internet. Die Regestennummer und die Überlieferung. Und hier ist ganz interessant in der Überlieferung, das kennen Sie vielleicht, bei den Regesten ist teilweise die Literatur verlinkt. Und diese Links verstecken sich hier in diesen Link-Elementen. Und diese Links sind natürlich eindeutig. Und daher ist es uns möglich, die zitierte Literatur hier in den braunen Knoten, ist das auch braun? Ne, da ist es eher rot. Also hier sieht das braun aus. Hier in diesen Knoten auch noch die zitierte Literatur rauszuziehen, sodass wir zum Beispiel abfragen können, welche Regesten zitieren am häufigsten gemeinsam die Literatur. Und geht es dann in den Regesten um die gleichen Themen? Fragezeichen. Sowas. Dann haben wir die Registereinträge digitalisiert. Hier haben wir zum Beispiel das Bistum Osnabrück, Italien, sächsische Opposition, Osnabrücker, Westfalen. Diese Knoten hier auf der linken Seite sind eher Ortsknoten, aber Sie sehen, das ist nicht ganz konsequent durchgezogen. Also die Trennung ist da ein bisschen weich. Wir als Knotentypen haben wir einmal alle Index-Einträge kriegen den Knotentyp Index-Entry und dann kriegen sie noch Index-Person, Index-Place oder Index-Event. Aber das ist nicht vollständig. Und hier haben wir noch Personen, die in dem Regest genannt sind, hier oben. So, und nochmal plastischer abgebildet hier. Also das gesamte Regest ist in dem Registenknoten drin. Das Datum haben wir in den Datumsknoten reingepackt. Den Ausstellungsort haben wir in den Ausstellungsortknoten reingepackt. Die Personen aus dem Register, zum Beispiel Graf Robert von Flandern, haben wir in den Personenknoten reingepackt. Hier haben wir noch weitere Personen. Und dann sind wir noch hergegangen und haben aus den Regestentexten die Verben rausgezogen und haben immer das erste Verb in den Lemma-Knoten reingepackt, weil nach qua Definition sind die Regester Imperii ja herrscherzentriert. Das heißt, wir beschreiben, was der Herrscher macht. Und
Vielleicht kann man dann ja Landkarten machen mit Herrscherhandeln und wie sich es wandelt über die Zeit. Aber der erste Versuch ist fehlgeschlagen, weil, wie Sie hier bei dem Beispiel gleich sehen, der Text lautet: Heinrich feiert das Fest der Apostel, wobei sich Graf Robert von Flandern im Beisein mehrerer Fürsten unterwirft. So. Und was ist jetzt für den Historiker interessant? Natürlich die Unterwerfung und nicht das Feiern. Also haben wir im nächsten Schritt alle Verben des Registers rausgeholt und haben alle Verben in die Grafdatenbank reingetan. Gut. So, da habe ich auch eine kleine Beispieldatenbank mitgebracht, aber es gibt auch eine spezielle Präsentation dazu, die auch dann verlinkt werden kann. Und wir nehmen lieber das Beispiel aus der Präsentation, das ist ein bisschen spannender. Das ist das Gleiche, was ich eben alles erzählt habe. Gut, jetzt haben wir hier die Beispieldatenbank. Nein, da darf ich nicht doppelt draufklicken. Das ist jetzt also eine Grafdatenbank mit den Registen Kaiser Heinrichs IV. Hier sehen wir die Registenknotentypen. Wir haben also Registen drin. Und wenn wir dann mal auf so ein Regest draufklicken, dann sehen wir, was da sonst noch so drin ist. Ja, jetzt muss ich hier noch die ganzen Typen. Also wenn man hier oben auf so einen angezeigten Typ draufklickt, dann kann man hier unten auswählen, was angezeigt werden soll. Ich hätte jetzt gern lieber die Namen und vielleicht in Gelb die Sache. Was haben wir noch? Index Place, müssen wir auch auf Name gehen. Und was haben wir noch? Ausstellungsort, Normalized German, vielleicht auch ein bisschen größer. Gut, also man sieht jetzt hier, in dem Regest wird geweiht und gekrönt. Ja? Das sind die ganzen zugehörigen Registereinträge. Bei der Benennung der Kanten haben wir uns bemüht, so vorsichtig wie möglich zu sein. Denn dass jemand im Register einem Regest zugewiesen wird, heißt noch lange nicht, dass er da auch irgendwie eine relevante Funktion hat. Wir haben zum Beispiel bei den Registen Friedrichs III. Eine Person, die sich wirklich durch alle Registen durchzieht. Ja, das war der Notar in der kaiserlichen Kanzlei, der überall seinen Hans Otto drauf gemacht hat. Und der steht bei jedem dabei und hat auch für alles einen Registereintrag. Und da muss man aufpassen. Ja? Da wird es interessant, wenn wir wieder andere Normdatenprovider nutzen und dann zum Beispiel rauskriegen können, dass diese Person gleichzeitig angeblich an zwei Orten belegt ist. Ja, wenn wir dann also zwei Urkunden haben, die relativ weit auseinander liegen und er ist auf beiden drauf, dann stimmt da was nicht. Also da kann man dann auch Fehler finden. Okay. Jetzt schauen wir mal nach Robert von Flandern. Wie finden wir den in der Grafdatenbank? Da brauchen wir wieder unseren Match-Befehl. Können wir mal ausmachen. Also Match N Index Person, das ist also hier der Knoten, wobei N.Register-ID soll sein H4P01822. Das ist die ID von Robert von Flandern. So, da ist er. Wenn wir jetzt hier einen Doppelklick drauf machen, dann sehen wir, in 5 Registen kommt er vor, Robert. Jetzt klicken wir die auch doppelt an alle. Und dann sehen wir, mit welchen Personen er gemeinsam in Registen genannt ist. Jetzt darf ich nur keinen der Bogen und den muss ich auch noch draufklicken. So. Okay, jetzt können wir es mal groß machen. Also so sieht es jetzt aus. Okay, ich kann natürlich auch gleich den Cipher Query so formulieren. Nämlich in dieser Form hier. Na, komm. So, müssen wir hier wieder klein machen, damit wir oben den Befehl reinkopieren können. Also wenn Sie mal selbst anfangen zu basteln, solche Befehle zu schreiben, niemals anfangen zu schreiben, einfach irgendwo einen kopieren und den umbauen. Ist viel einfacher, als wenn man da selbst anfängt. So, jetzt habe ich das abgefragt. Hier noch kurz der Befehl, match an index person. Diese Indexperson soll verbunden sein mit einer person in Kante, mit einem Regest. Und dann will ich wissen, wer ist da noch so drin mit m index person. Und hier haben wir dann den Ergebnisgrafen. Also wir haben 5 Registen und die Personen, die auch dort vorkommen. Okay, jetzt wollen wir mal abfragen. Ah gut, das wäre jetzt der Query, wäre noch eine Ebene drüber, aber da sieht man nichts mehr. Das wird dann zu viel.
Jetzt fragen wir mal ab, ob Robert der Zweite von Flandern irgendwelche gemeinsamen Nennungen mit Herzog Heinrich von Niederlothringen hat. Das war der, der bei seiner Unterwerfung dabei war. So, hier wieder klein machen. So, entfernen. Okay, also die kommen nur gemeinsam in einem Regest vor und das ist unser Unterwerfungsregest. Jetzt könnte es aber auch sein, dass die beiden mit anderen Personen in Registen genannt sind, die auch mit dem anderen gemeinsam genannt sind. Das können wir auch abfragen. Das gibt aber einen riesen Wust und deswegen habe ich diesen Query hier ein bisschen umgebaut und die Registen rausgerechnet und in die Kanten verlegt. Das können wir mal wegmachen hier. So. Also, hier ist Herzog Heinrich von Niederlothringen und wo ist unser anderer Kollege? Der ist hier, da unten. Bleibst du hier? So. Jetzt machen wir es noch ein bisschen kleiner. Also hier haben wir das Netzwerk von Herzog Heinrich und hier das Netzwerk von Robert dem Zweiten von Flandern und das ist die Schnittmenge. Also das sind Personen, mit denen beide in Registen gemeinsam genannt wurden. Und die Registen, in denen sie gemeinsam genannt wurden, die sind in den Kanten abgespeichert. Und zwar sehen Sie das hier, wenn ich jetzt da oben die Kante auswähle, dann werden hier unten die Properties angezeigt. Und das, diese Kante steht für das Regest RI 3, Römisch 3, Band 2, Heft 3, Nummer 1570. Wir können mal gucken, da gibt es auch welche mit zwei Registen. Hier haben wir zwei Registen zwischen den beiden Personen. Ich kann hier leider nicht die Breite der Kante entsprechend anpassen. Das wäre schön, da würde man gleich sehen, wo die Verbindung enger ist, wo nicht. Das kriege ich jetzt hier nicht hin. Aber wenn Sie einen guten Informatiker im Bekanntenkreis haben, der kann Ihnen das sicher basteln. Ich hatte ja vorhin gesagt, wenn die Visualisierung am Ende steht, dann ist was schiefgelaufen. Wir können den Query auch umbauen. So. Und zwar historikergerecht. Historiker brauchen immer was zum Ausdrucken. Ich auch. So, und das sieht dann so aus. Also, jetzt habe ich alle Registen, in denen die mit Personen gemeinsam genannt sind, in einer Riesenliste. Ja? Als erstes haben wir immer Heinrich, dann die Registennummer, den Registentext, dann die Person, die in der Mitte ist, dann die andere Registennummer und den anderen Registentext und hier am Ende immer Robert. Und dann sind das insgesamt 37 Registen und das ist eine handhabbare Menge, die druckt man sich aus und Sonntagnachmittag beim Tee liest man sich die durch und guckt, ob da was Interessantes dabei ist und dann fängt man an, einen Aufsatz zu schreiben. Ja? Oder man hat vorher die Idee, da könnte was Interessantes sein, ich schaue mal nach. Also so könnte man sich hier Anwendungsmöglichkeiten denken. Okay. So, dann gehen wir hier aus der Beispielpräsentation wieder raus. Wieder zu unseren Beispielen. Jetzt kommt das nächste Beispiel, nämlich, was haben wir hier? Regroup. Die Überschrift ist leider hier oben rausgerutscht, weil der Beamer zu klein ist. In dem Projekt geht es darum, wie man Graph-Datenbanken zur Modellierung bildwissenschaftlicher Fragestellungen einsetzen kann. Es geht um die Darstellung von Figurengruppen in der römisch-kaiserzeitlichen Skulptur, zum Beispiel Sarkophage oder figürliche Brunnen. Ich habe jetzt hier als Beispiel eine Seite eines Sarkophages mitgebracht. Die digitale Graphanalyse wird mit den Funktionsweisen von drei analogen Methoden der Bilduntersuchung verglichen, nämlich Ikonographie, Semiotik und Bildwissenschaft. Im Graph werden die Figuren mit ihren Eigenschaften und in ihrem räumlichen Kontext modelliert. Damit werden diese Informationen für Maschinen auswertbar, vergleichbar und Bestände und datenbankübergreifende Abfragen werden möglich. Jetzt schauen wir uns das Bild mal an. Also hier geht's. Der erste Schritt ist immer, ich nehme mir dann so ein Bild und identifiziere erstmal alle Entitäten, die auf dem Bild drauf sind. Entitäten kann alles sein. Also zum Beispiel hier Personen, aber auch ein Hund. Oder der kaledonische Eber, um den es ja in der Meleager-Sage geht, um die Jagd auf den kaledonischen Eber, und alle Personen. Jede von diesen Personen
komme ich hier wieder raus, rückwärts, bekommt dann in der Graph-Datenbank einen Knoten. Also, Sie hatten eben gesehen, das ging mit 25 los. Ja, warum geht es mit 25 los? Auf der anderen Seite waren auch noch, und wir hatten auf der anderen Seite mit 0 angefangen. Also, da haben wir einmal rundherum gezählt. Aber das war die Nummer 25, 26, 27. Und dann kriegt jeder Knoten, kriegt noch eine Kante, wenn vorhanden, auf seinen rechten Nachbarn. Also, er guckt selbst aus dem Bild raus und zeigt auf seinen rechten Nachbarn und gegebenenfalls auf seinen Vordermann, Front. Right ist auf den rechten Nachbarn und Front ist, wenn jemand vor ihm steht. Das sieht man hier. Hier, Nummer 40 ist also vor Nummer 41. Das Interessante bei der Sache ist, dass ich mir, also als ich das mit meiner Kollegin annotiert habe, da waren wir uns selbst nicht immer ganz sicher, ist das jetzt Front oder Side oder was weiß ich. Das ist gar nicht so zentral. Hier geht es darum, Nachbarschaft zu modellieren. Also wer steht in der Nähe von? Und klar wird, dass die Nummer 25 nicht in der Nähe von Nummer 40 steht. Ja? Es wird auch denkbar, dass man unterschiedliche räumliche Zusammenstellungen in einer Datenbank modelliert. Dann kriege ich meine Sorte Front- und Right-Kanten und meine Kollegin kriegt auch eine Ladung Front- und Right-Kanten mit einer anderen Farbe und dann kann man sich aussuchen, was einem mehr zusagt. Im nächsten Schritt werden dann diese Knoten, die wir da annotieren, die nennen wir Abstract Entities, weil das abstrakte Entitäten sind. Die sind erstmal nur da und die einzigen Informationen, die wir haben, beziehen sich auf das Kunstwerk, aus dem wir sie rausgeholt haben und das ist der räumliche Zusammenhang. Völlig abstrakt. Wir können uns das mal in der Graph-Datenbank anschauen. Also, die hat auch wieder ein Passwort. So. Also, wo haben wir eine Abstract Entity? Hier. Und dann klicken wir mal drauf. So, also diese Abstract Entity kommt vor auf dem Monument M15. So, diese Abstract Entities können dann zusammengefasst werden zu Abstract Scenes. Das heißt, da sagt dann ein Forscher, okay, diese abstrakten Entitäten gehören zusammen und zwar... Zum Beispiel haben wir hier so eine Abstract Scene und diese Abstract Scene, die weiß auch noch nicht, was sie zeigt. Das weiß nur der Editor, denn er weist sie dann, ich habe das hier nur der Lesbarkeit halber aufgeschrieben, er weist sie dann noch einem Identify Scene Knoten zu. Und in dem Knoten geht es, in dieser Szene geht es, mal draufklicken, Before the Caledonian Boar Hunt, Hunters Gathering. Also vor der Jagd, die Jäger sammeln sich. Und wenn ich jetzt auf diese Identify Scene draufklicke, dann kriege ich alle anderen abstrakten Szenen, die den gleichen Hintergrund haben, auf allen Meleager-Sarkophagen. Und das Interessante ist, dass diese anderen Szenen aber völlig andere Zusammenstellungen haben können. Das ist unheimlich flexibel und maschinenlesbar. Und Sie können sogar unterschiedliche Forschermeinungen in einem System modellieren. Dann kriegt der eine sein Set von Kanten, und der andere kriegt ein anderes. Ich kann das dann auch einer anderen Identified Scene zuordnen. Und das ist noch nicht alles. Dann gehen wir auch noch her und schreiben auf, was diese Abstract Entities für Eigenschaften haben. Was haben sie für Kleidung an? Haben sie Waffen? Welchen Schmuck haben sie? Und so weiter. Und das kann man dann hier in dieser Grafik sehen. Also wir haben, das ist schlecht zu lesen, hier haben wir einen Sarkophag, in dem kommt diese Szene vor. Dann kann man das nochmal größer machen. Das ist eine Abstract Scene, in der diese Abstract Entities vorkommen, die identifiziert sind als Meleager, Atalante, Caledonian Boar, Hunter und Wounded Stepping to the Right. Okay. Die kommen auch alle in dieser abstrakten Szene hier vor, nämlich auf diesem Sarkophag. Also da kann man das sehr schön alles zusammenbauen und abfragen. Und konkurrierende Forschungsmeinungen können berücksichtigt werden. Okay, gut. So viel zu den Bildsachen. Jetzt kommen wir zu dem, was Historiker vor allem interessiert, nämlich Text. Sie alle haben wahrscheinlich schon mal mit XML zu tun gehabt.
und auch vielleicht schon mal damit gearbeitet. Wir haben uns überlegt, dass XML für die Editionsaufgaben in den Geisteswissenschaften eigentlich aus technischer Sicht zu limitiert ist. Sie haben nämlich bei XML das Problem, dass Sie nur eine Annotationshierarchie haben. Sie können also, wenn Sie zum Beispiel ein Gedicht haben und wollen da auch noch die Zeilen annotieren, dann haben Sie Anfangzeile, Endzeile und die Zeile ist dazwischen. Und dann haben Sie aber irgendeine andere Sinneinheit, die über einen Zeilenwechsel geht, und das können Sie nicht auch noch annotieren, weil bevor ich ein übergeordnetes Element schließe, muss das untergeordnete zu sein. Also ist alles ein Baum. Wir haben uns lange damit rumgequält mit XML und sind aber schlussendlich zu der Erkenntnis gekommen, dass geisteswissenschaftliche Forschungsdaten kein Baum sind. Und unsere Texte sind auch kein Baum. Und deswegen schlagen wir vor, dass wir Text als Graph modellieren. Und zwar in der Art, dass wir Text als Kette von Wortknoten modellieren. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Es handelt sich um ein XML-Beispiel aus dem Deutschen Textarchiv, und zwar um einen Schnipsel aus einer Mitschrift eines Studenten von der Humboldt-Vorlesung, die Kosmos-Vorträge. Und dieser Student, die Manuskripte sind verschwunden, wir haben aber ein paar Mitschriften von Studenten, und die sind aber alle ein bisschen unterschiedlich, und die Frage ist jetzt, was hat Humboldt wirklich gesagt? Und die Studenten haben sich natürlich teilweise verschrieben, und hier der Student hat zum Beispiel aufgeschrieben, sie rotieren viel, hat dann rotieren durchgestrichen und hat dann geschrieben, oben drüber bewegen sich. In XML steht das alles in einer Reihe, und durch die Annotation wird klar, was gilt und was nicht gilt. Das kann ich kurz mal, also wenn man das direkt importiert, sieht es so aus. Ja? Also wenn ich jetzt XML nehme, schmeiß alle Elemente raus, dann habe ich den Text, sie rotieren, bewegen sich viel. Und erst durch die Annotationen wird klar, dass dieses Rotieren deleted ist, also durchgestrichen, und bewegen sich hinzugefügt. Das heißt, der Student will oder wollte für sich aufschreiben, sie bewegen sich viel. Im Graphen bauen wir das um und machen eine Varianz rein. Hier haben wir sie bewegen sich viel und hier haben wir sie rotieren. Und in 99% der Anwendungsfälle interessiert den Historiker, was steht da zum Schluss und nicht, was wurde hinkorrigiert. Der Historiker geht also einfach den Pfad, und die textkritischen Kollegen aus der Germanistik, die nehmen dann auch noch den Pfad mit rein, um dann zu gucken, haben sie sich immer beim gleichen Wort verschrieben oder weiß der Kuckuck was. Das Interessante ist hier aber, dass man das alles in einem System machen kann. Das ist jetzt alles graue Theorie. Wir haben uns bemüht, die ganze Sache auch benutzbar zu machen. Und hierfür haben wir ein kleines Software-Tool entwickelt, nämlich den Speedy-Editor. Das ist jetzt ein Bild. Wie komme ich denn da hin? Auf GitHub hier. Da muss ich hin. So. Und in diesem Editor kann man völlig problemlos überlappende Annotationen machen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Kaiser Friedrich habe als Annotation, hier, das ist die Person, Kaiser Friedrich. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will das hier annotieren, dann gehe ich nach oben und mache das fett und es geht. Ohne ein Gejammer. Bei XML gehen jetzt sofort die roten Lampen an, funktioniert so nicht. Hier ist das völlig egal. Es wird abgespeichert in einem JSON-Format, das Standoff-basiert ist. Das heißt, die Zeichen werden alle durchgezählt und in einer ganz langen Liste steht dann drunter, Kaiser Friedrich geht von Zeichen 0 bis 1, 0, 1, 2, 3, 4. Also von 0 bis 4 ist Kaiser Friedrich. Standoff-Formate sind schon lange bekannt in den digitalen Geisteswissenschaften. Bisher war es aber so, dass wenn man einmal ein Datum hat, also so einen Standoff-annotierten Text, dann darf man den nicht mehr ändern, weil dann die Indizes nicht mehr stimmen. In diesem System, was wir hier entwickelt haben, können Sie den Text hier reinladen, dann ändern
und wieder abspeichern und die Indexe werden automatisch neu berechnet. Also das ist eigentlich das, wie man sich es vorstellt. Da arbeiten wir gerade dran und versuchen bei der DFG Gelder einzuwerben, um das zur Marktreife zu kriegen. Aber Sie können die Entwicklung gerne auf GitHub verfolgen. Das können wir auch verlinken dann. Oder ist es sowieso hier in den Folien verlinkt? Ja. Gut. Zum Schluss noch ein kleines anderes Beispiel aus der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie von den Panama Papers schon gehört haben. Das ist ja schon eine Zeit lang her. Die Panama Papers sind bisher, glaube ich, eines der größten Datenleaks der Geschichte. Insgesamt 2,6 Terabyte an Daten, 111,5 Millionen E-Mails, Briefe, Faxnachrichten, Gründungsurkunden, Kreditverträge, Rechnungen und Bankauszüge als PDF, Text sowie Bilddateien aus den Jahren 1977 bis 2016. Das wurde Investigativjournalisten zugespielt. Die haben das Material dann mit OCR-Software analysiert, Entitäten und Metadaten extrahiert, ein Graphmodell erstellt, importiert und die Daten bereinigt. Und was mir da wirklich aufgefallen ist, dass die dabei auftretenden Herausforderungen jenen entsprechen, die wir uns immer gegenüber sehen. Wir haben auch jede Menge Bilder, Texte, PDFs, müssen die strukturieren, analysieren und in den Zusammenhang bringen. Und das Interessante ist, dass hier die Anforderungen an die Technik zusammenwachsen. Ja, es entwickelt sich hier eine neue Art Kulturtechnik für die verschiedensten Bereiche. Ach, schön. Nicht, dass mir einer einschläft jetzt. Jetzt komme ich zu einigen methodischen Überlegungen. Aus meiner Sicht kann man die Phasen der Digitalisierung in drei große Bereiche einteilen. Vor dem Jahr 2000 wurde vor allem Image-Digitalisierung betrieben. Das sieht man hier. Wenn ich auf die MGH-Seite gehe, sehen Sie hier, hier habe ich einen Text, aber das ist ein Bild. Ja, kann ich keinen Text rauskopieren, ist nichts zu machen. Als wir damals 2001 mit dem Projekt Register Imperii Online begannen, haben wir uns auch mit den MGH kurz geschlossen und die MGH haben gesagt, also wir werden auf jeden Fall Image-Digitalisierung machen, weil das Layout zu kompliziert ist, um das in Volltext umzusetzen. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen auf jeden Fall Volltext haben. Aus meiner Sicht ist der Volltext die zweite Stufe der Digitalisierung. Haben wir hier zum Beispiel ein Volltextregister. Hier kann ich Text rauskopieren und vor allem kann ich Volltext suchen. Momentan befinden wir uns meiner Ansicht nach am Ende dieser zweiten Stufe der Digitalisierung, kurz vor Beginn der dritten Stufe. Jetzt geht es nämlich darum, was steht in den Texten drin. Wir wollen wissen, wer ist wann, in welchem Zusammenhang genannt. Und das wird aus meiner Sicht einen ganz großen Schritt nach vorne in den digitalen Geisteswissenschaften bringen. Durch die digitalen Methoden steigt auch der empirische Anteil an der geisteswissenschaftlichen Arbeit. Es wird wesentlich mehr nachweisbar. Ja? Früher hat man gesagt, okay, ich habe jetzt die ganzen Urkunden gelesen und ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass das und das und das und das gilt. Ja, heute kann ich das ja nachrechnen. Ja? Wenn Sie das annotieren, dann kann jemand hergehen und kann dann die Treffer zählen. Oder kann das, also es wird nachvollziehbarer. Die hermeneutischen Teile werden fokussierter. Der Grenzbereich zwischen diesen beiden Bereichen, der ist wirklich eine methodische Herausforderung aus meiner Sicht. Und das wird richtig spannend. Ich komme zu einem kurzen Fazit. Ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass geisteswissenschaftliche Forschungsdaten hoch vernetzt sind. Graphdatenbanken sind sehr gut geeignet, diese hoch vernetzten Daten abzubilden und methodisch kritisch recherchierbar zu machen. Die Mindmaps-ähnlichen Labeled Property Graphen erleichtern Geisteswissenschaftlern die Modellierung und Abfrage komplexer Zusammenhänge und können auch als RDF bereitgestellt werden. Damit sind Graphentechnologien die Grundlage für die Vernetzung des Wissens auch über Disziplinengrenzen hinweg. Ich danke Ihnen.